Ihr Lieben, es ist Sonntag und ich habe schon die ganze Zeit super Lust, schwimmen zu gehen. Und ich bin immer noch bei meiner Shred Challenge dabei, wie ihr auch im Titel vom Video jetzt schon lesen konntet. Ich weiß nicht, ob ich dann heute mein Shred Training machen werde. Also ich fühle mich powermäßig schon dabei, aber heute ist so Sonntag und es ist grau draußen und ich werde mich jetzt erstmal in den Pool legen, würde ich sagen. So, ich Verrückte mache jetzt noch meine Shred Challenge, damit ich meinen Haken auf den Plan setzen kann. Meine Hanteln sind angekommen. Yeah, 3 Kilo Hanteln. Los geht's, damit ich schnell noch das Deutschland, das erste Deutschland-EM-Spiel sehen kann. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Hallo, greetings everyone. Gestern war ja erster Tag mit Gewichten und es hat mir viel besser gefallen als ohne. Darum freue ich mich jetzt auch richtig, richtig dolle auf das Training. Ich habe das gleiche an wie gestern, auch immer schön mein Haarbändchen und ja, ne, Schüchen. Dann geht's los wie immer, ihr wisst ja schon, wie es abläuft. Kleine Notiz, ich habe davor im Leben nicht eine Liegestütze gemacht. Dafür bin ich ganz schön stolz, dass es auf jeden Fall so gut klappt. Heute ist es mir mit Abstand am schwersten gefallen, obwohl ich so motiviert war. Ich sterbe gerade. Oh, das ist die Wahrheit. Oh, Tag 6. Wuhu. Ich bin sehr froh, das jetzt machen zu können. Dann. Hallo ihr Lieben und es ist soweit. Heute wird der erste Tag sein. Tag 7, an dem ich das Workout nicht mache, weil ich nämlich Kopfschmerzen habe, ziemlich doll. Und das ist ein klares Zeichen für Lea. Mach eine Pause. Tag 8 und ich bin wieder im Rennen. Sagen, ich sehe heute zum ersten Mal einen kleinen Erfolg. Und zwar habe ich festgestellt, dass meine Haut allgemein straffer ist. Und ich habe so das Gefühl, gerade so an den Oberschenkeln und am Po-Bereich, dass es wirklich schon was bringt. Also, die Schlange brabbeln, rauf auf die Matte, so wie immer. Los geht's! Three.
deep into a split position as you can manage. You're a little less flexible like me. It's very funny, guys. Get as far as you can. Take it over to the toes if you can reach. If not, go to the calf. Reach the opposite arm across the leg. Stretch through your back right here, your hamstring, and your calf. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht's ziemlich scheiße. Nicht körperlich, mehr so mit mir selbst. Ich hätte nie gedacht, dass ich damit nochmal zu dealen habe, aber im Moment kann ich mein Spiegelbild nicht leiden und ich vergleiche mich viel zu viel mit anderen. Ich sage das jetzt nicht einfach so. Ich hoffe, ich kriege das bald wieder in den Griff und ich sollte darüber wahrscheinlich auch ein Video machen, weil es bestimmt viele Leute gibt, denen es auch so geht. Ich muss da bald wieder rauskommen und ich habe heute mein 10. Training, ist das letzte Training von Shred Teil 1. Mega schon mal hierfür. Ich habe 9 Tage trainiert, einen ausgesetzt. Wahnsinn. Glauben, Tag 10. Dann, ich habe die 10 Tage durchgestanden mit Ernährung. Also ich habe mich wirklich krass gut ernährt, 3-mal am Tag immer geplant, was ich dabei habe zum Essen und es hat super geklappt. Ich habe ein paar Mal so ein paar Snacks mehr gegessen oder auch mal in der Mittagspause ein Sorbet-Eis. Ja, aber hey, 10 volle Tage. Yes, Lea. Yes. Ich kann euch mal zeigen, wie ich jetzt aussehe. Ich finde, man sieht selbst keinen Unterschied. Ich denke mal, das zeigt sich mit der Zeit und ich werde auch vorher, nachher Bilder noch machen. Ich habe leider vom ersten Training nur dieses Foto hier gemacht. Ansonsten nach den nächsten 10 Tagen und dann nach den nächsten 10 Tagen werdet ihr ein schönes Vorher-Nachher haben. 20 Tage noch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mein zweiter Teil von Shred gefallen. Ich werde jetzt wohl noch 2 weitere Videos posten. Und zwar jeweils nach den 10 weiteren Tagen. Ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und abonniert doch gern meinen Channel, wenn ihr neu seid. Und zu meiner kleinen YouTube-Familie gehören wollt. Bis dann.